Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to the Games. Und dann seht ihr schon, liegen unsere Puls vom letzten Mal und unsere Pokémon Booster Packs von diesem Mal. Und wir machen jetzt die andere Hälfte des Displays auf und ich werde mir jetzt ein Marshadow suchen. Denn Marshadow ist ein cooles Pokémon und ich finde, das sollte uns Glück bringen heute. Deswegen Marshadow, unser Glückspack. Mal gucken, ob es wirklich was wird. Ihr seht, wir haben im ersten Video schon 4 gute Karten gezogen. Davon eine als Hyper oder Rainbow Rare. Und wenn ihr das nicht gesehen habt, guckt auf alle Fälle in die Playlist rein und sucht auf dem Gate to the Games Kanal danach. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Weiter geht es mit der zweiten Hälfte. Ich werde jetzt natürlich nicht alle Karten vorlesen, nur die wir noch nicht kennen oder gesehen haben. Und wir starten mit Tracy, Fornifras, Grillcheetah, Carpador, Pampuli, Lularadfratz, Sodamak, Raupi, einem Reverse Lashoking. Und ich fasse es nicht. Unsere erste Karte in diesem Video ist eine Secret Rare. Ja, verdammt, ich hörte richtig. Secret Rare Rettungstrage. Moment, ich muss mir erstmal ein Sleeve holen. Den nehme ich hier hinten. Oh mein Gott. Ich habe schon lange keine Secret Rare mehr gezogen. Und das ist echt ziemlich, ziemlich nice. Rettungstrage, Secret Rare. Cooles Design, wie ich finde, bei den ganzen neuen Itemkarten. Wähle eins aus. Nimm ein Pokémon aus deinem Ablagerstapel auf deine Hand oder mische 3 Pokémon aus deinem Ablagerstapel in dein Deck. Richtig, richtig, richtig nice. Und ich würde sagen, wir können mal die Kommentarfunktion etwas zum Glühen bringen mit Hashtag Gate to the Luck, weil das ist halt echt wieder mal eine Hyper Rare, eine Secret Rare. Ja, mal gucken, was noch kommt. Und das als erstes Pack im Video. Ich weiß, warum ich bei denen bestelle. Meine Displays bestelle ich bloß bei Gate to the Games, Leute. Das ist halt echt so. Bodybuilding, Handeln, Seemon, Duflo, Wommel, Ladybar, Alola Slimer, Riolu, ein Mauzi, ein Reverse Araqua und ein Malamar als normale Rare. Oh mein Gott, Secret Rare. Nee. Wir haben noch nicht mal die Elite-Trainer-Box aufgemacht. Da sind auch nochmal 8 Packs drin. So, 3. Gucken, was wir da rausziehen. Da habe ich meistens auch Lack drin. Zwirklub, Glutexo, das quälende Spray, Grillmack, Carpador, Pampuli, Alola Radfratz, Sodamak, Bundlebee als Reverse und Sneebuna als normale Rare. Solltet ihr übrigens Infos brauchen zum Deck, guckt euch das erste Video an, da habe ich so ein bisschen die Eckdaten und Rahmenbedingungen erklärt, also wie viele Karten drin sind, wie viel davon Secret Rare sind und selten sind und bla bla bla. Also guckt euch das alles mal an, wenn ihr da ein paar Infos braucht. Und wir machen in der Zeit weiter mit Grillcheetah, Zwirklub, Lola, Alola Vulpix, Reißlaus, Togidemaru, Glibunkel, Grillmack, einem Reverse Bromley und einem Therapendra. Und Bromley haben wir gar nicht vorgelesen. Das war bei mir im Video. Moment. Tausche ein Pokémon auf der Bank deines Gegners gegen sein aktives Pokémon aus. Wenn du das machst, tausche dein aktives Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank aus. Also eine gute Switch-Karte, wenn ihr da irgendwas rausforcen wollt. Also wenn ihr sagt, okay, das Pokémon von dem muss weg und dafür muss ich meins reintauschen, ist die Karte echt ziemlich gut. So kann man doch schon den Gegner dazu zwingen, sein Pokémon reinzuwechseln. Und wenn man in einer vorteilhaften Lage ist, kann man so auch Gefahren vom Gegner raussnipen. Jo, mal gucken, was hier drinnen ist. Wir fangen an mit dem Schwächenschutz. Porygon 2, Pou, Trasla, Krabbox, Sneebel, Toxipet, Sepor, ein Reverse Rizoros und Kapukime GX. Richtig, richtig sickes Artwork, ey. Ganz ehrlich, richtig geil gemacht. Kapukime GX mit 170 KP vom Typ Wasser. Wasserring, 20 Schaden, eine Farblos. Du kannst dieses Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank austauschen. Hydro-Schuss mit 2x Wasser, 1x Farblos, ohne Angriffskosten. Mal gucken, was es macht. Lege 2 Wasserenergiekarten. Was? Lege 2 Wasserenergiekarten von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. Diese Attacke fügt einem Pokémon deines Gegners 120 Schadenspunkte zu, wende Schwächen und Resistenzen bei Pokémon auf der Bank nicht an. Und Kapu Sturm GX auch ohne Angriffskosten mit anderer Wasserenergie.
Mische das aktive Pokémon deines Gegners und... Kamera, komm, jetzt reiß dich zusammen. Und alle anders angelegten Karten in sein Deck, wenn dein Gegner... Na. Wenn dein Gegner keine Pokémon mehr auf der Bank hat, hat diese Attacke keine Auswirkung. Okay, also ihr könnt nicht durch die Attacke gewinnen. Schade eigentlich, wäre auch eine gute Win-Karte, so eine Instant-Win-Karte. Aber nichtsdestotrotz, richtig cooles Artwork. Wir haben echt schon gut gezogen, Leute, ganz ehrlich. 6 Karten sind eigentlich immer drin im Display. Das ist selten, dass es mal 5 sind, hatte ich aber auch schon. Aber 6 Karten sind eigentlich immer Pflicht. Wir haben noch so viele Packs. Da kommt doch bestimmt noch mindestens eine Karte raus, denke ich mal. So, weiter geht's mit Kamera. Aha. Rizoros, Noctur, Mount Lanakila, Mautzi, Alola Vulpix, Reislaus, Togedemaru, Glibunkel, Myrapla als Reverse und Seedraking als Holo. Und das ist die Seedraking-Karte, von der ich vorhin geredet habe, die wahrscheinlich relativ common in Decks, in Budget-Decks sein wird. Mit Lake, diese Attacke fügt eine Pokémon deines Gegners, auf dem mindestens eine Schadensmarke liegt, 90 Schadenspunkte zu. Und der Tornadoschuss mit 90. Lege eine Wasserenergie von diesem Pokémon auf den Ablagestapel. Diese Attacke fügt ein Pokémon auf der Bank deines Gegners 30 Schadenspunkte zu. Zudem machen die Entwicklungen Seepor und Seemon ebenfalls noch mit einer Wasserenergie relativ guten Schaden. Von daher denke ich mal, werden Seedraking wohl öfters mal sehen, wenn man halt Pokémon TCG spielen will, aber nicht die Kohle hat, sich die ganzen teuren EX und GX-Karten zu holen, sind solche Sachen meistens eine gute Alternative. Gab es damals auch zum Beispiel mit Greninja Break, das war auch so ein relatives Low-Budget-Deck. Bromley, Rollum, Vegeta, Wommel, Ladybar, Alola Slimer, Riolu, Mautzi, Tortunator als Reverse und Scarbon als normale Rare. Adrenalin. Wenn dieses Pokémon durch Schaden einer Attacke kampfunfähig wird auf eine Münze bei Kopf, wird dieses Pokémon nicht kampfunfähig und seine verbleibenden KP gleichen 10. Also ihr könnt praktisch hier einen K.O. verhindern, aber auch nichts Weltbewegendes wird man, denke ich mal, auch nicht oft sehen. So, 1, 2, 3. Weiter geht's mit Mailer. Bisofunk, Glutexo, Sankabu, Huthut, Tangela, Araqua, Iskala, Sankabu als Reverse und Smetbo als normale Rare. Achso, ich war vorhin bei Greninja und Break. Das war halt auch ein relativ Low-Budget-Deck, bis dann rausgefunden wurde, dass die Break-Karten doch schon ziemlich gut sind. Und dann ist der Preis leider auch etwas angestiegen, aber trotzdem immer noch günstiger, als wenn man sich hier, keine Ahnung, viermal Tektas als wirklich gute Karte holen muss. Die halt wahrscheinlich relativ im Preis steigen werden. So, Mela, Kirlia, Bundlebee, Seepon, Wommel, Ladybar, Alola Slimer, Riolu, ein Reverse Glutexo und ein Pampros als normale Rare. Hatten lange keine gute Karte mehr. Wir hatten jetzt so 3, 4, 6, 8, 9 Packs haben wir noch. Also es könnten gern noch 1 bis 2 GX rausspringen. Jetzt nicht, dass ich gierig bin danach, aber es wäre halt schon cool. So, Safcon, Porygon 2, Kiave, Trasla, Krabbox, Sneebel, Toxipet, Seepor, ein Reverse Karadonis und ein Gifloor als Holo. Gifloor hatten wir vorhin schon. Ich hoffe, wir ziehen noch unseren anderen Blocker. Ansonsten haben wir den ja dann im Themendeck drin im zweiten. Oder mal gucken, welches ich da drauf mache. Denn das ist Alola Vulnona. Das hat die gleiche Blockfähigkeit wie Suicune seinerzeit. Und ist gar nicht mal so schlecht. Wird man wahrscheinlich auch öfter sehen. So, Seemon, Fran, Lunastein, Zwirlicht, Bubungus, Raupi, Merrill, Rihorn,
Hoothoot als Reverse und Costoso als normale Rare. Denn das blockt uns den Schaden von EX und GX Attacken und Pokémon ab, genauso wie Fähigkeiten. Und das ist immer sehr, sehr nützlich. Gerade für solche relativ normalen Decks. Sota Cheetah, Electek, Tracy, Iskala, Trassler, Krabbox, Sneeble, Toxipet, ein Reverse Toxiquack. Haben wir jetzt noch nicht. Und ein normales. Kann man mal machen, Leute. Kann man machen. Da haben wir den Schwächenschutz. Rotom Pokédex, FM, Velosi, Pampuli, Zapladin, Myrapla, Porygon 2 als Reverse und Karpukime GX als Full Art Karte nochmal. Auch sehr, sehr nice gemacht. Ich finde diese blauen Mono-Hintergründe finde ich immer extrem cool. Die leuchten immer so schön. Kartensache haben wir uns von uns schon mal angeguckt und durchgelesen. Richtig nice. Unsere siebente Karte hier. Ich schätze mal, dass das Bild kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Braucht sich vor nichts zu verstecken. Wir haben immer noch 4 Booster Packs. Vielleicht erhöhen wir noch auf 8. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. 1, 2, 3. So, weiter geht's mit Sota Cheetah, dem Bodybuilding-Hanteln, Chris, Rehorn, Zankabu, Hoothoot, Tangela, Araqua, Alola Radfratz und Darkrai als Holo-Karte. Hypnoschuss und Dunkler Raubzug. Dunkler Raubzug macht 160 Schaden, wenn das gegnerische Pokémon eine GX ist. Also auch gar nicht mal so schlecht. Hat, wie viel haben wir? 80? Nee. 120 KP. Also, für Unistecks könnte man es mal ausprobieren. So. Weiter geht's mit Vegeta, Killia, Funifras, Zwirlicht, Bubungus, Raupi, Merrill, Rihorn, Bubungus als Reverse und Tortonator als normale Rare. Tortonator gab es übrigens im letzten Set als GX-Variante und in dieser Rotation ist momentan wahrscheinlich ein bisschen stärker, weil die Feuer-Pokémon allgemein etwas gebufft wurden. Also wer sich das im letzten Set organisiert hat öfters, der hat jetzt wahrscheinlich ein relativ gutes Pokémon für Dex. So, weiter geht's. Mitch. Na, Kamera. Hallo. Ja. Mount Lanakila. Fleißige Staffelholz, Sonnenfehl, Porygon, Sodamak, Vegimak, Psiao, Karadonis, Tangela als Reverse und unsere nächste Full Art Karte, die liebe Fran als Full Art Trainer Karte. Wir haben insgesamt in diesem Set 4 Full Art Karten gezogen, Leute. 4 Full Arts. Wir haben immer noch 2 Packs übrig. Dieses Display ist einfach krank. Dieses Display ist krank. Fran als Full Art Karte. Kamera? Ah, hier. Richtig cooles Artwork. Also die ganzen Karten finde ich extrem, extrem nice gestaltet. So, wir haben auf 8 erhöht. Leute, ich weiß nicht, ob es euch das wert ist, aber ein Like wäre echt feiernswert, weil das ist selten, dass man so viele gute Karten zieht und vor allen Dingen 4 Full Art Karten. Immer noch 2 Packs da. Oh mein Gott. Es geht weiter mit Bromley, Rollum, Quendispray, Myrapla, Zwirlicht, Bubungus, Raupi, Merrill, Velosi als Reverse und Psiaugon als normale Rare. So, jetzt wollen wir sehen, ob unser Glückspack uns Glück bringt. Marshadow, letztes Pack von diesem Display, was richtig, richtig krass war. Mit 8 besonderen, seltenen Karten.
Machen wir 9 draus. Leute, machen wir 9 draus. Wir werden sehen. Electek. Super Anziehungskraft. Rotom Pokédex. Sankabu. Huthut. Tangela. Araquar. Iskala. Reislaus als Reverse. Und die letzte Karte ist ein Radikal. Oh mein Gott, ein Alola Radikal als normale Rare. Aber wir dürfen uns nicht beschweren. 8 Karten sind echt richtig krass. Also, so gute Displays hatte ich selten besetzt. Und ich habe schon echt verdammt viele Displays da gehabt. Und wir hatten Schickes dabei. Ein Kapukime GX als Full Art. Wir haben das Ganze nochmal gezogen als normale Karte. Dann haben wir unser Alola Slimer GX als Hypoed Rainbow Rare, wie ihr es nennen wollt. Unsere Secret Rare Rettungstrage. Tektas GX. Fran als Full Art Trainerkarte. Machomai GX. Und zum Schluss Glurak GX. Wie schon gesagt, schreibt unbedingt mal in die Kommentare, wenn ihr euch auch ein Display oder irgendwas geholt habt, was ihr gezogen habt für coole Sachen. Das lese ich immer sehr, sehr gern durch. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten TCG-Opening-Video, wo es dann um die Themendecks geht. Und danach gibt es dann nochmal als großes Abschluss-Special wahrscheinlich von dem Set die Elite-Trainer-Boxen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, denn die Elite-Trainer-Boxen sind immer richtig, richtig cool. Von daher wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.